Joda Leute, zurück bei Erklärungsnot. Es geht weiter mit Bayonetta 3 im schönen Rodents Café. Euer Probstadt und natürlich auch der Klunkerdrache wieder mit dabei. Tja, grüßt euch Leute, wir gönnen uns erstmal einen schönen Cocktail. Das ist echt eine geile Idee eigentlich. Also wir haben uns ein Erfrischungsgetränk hingestellt. Erfrischend ist relativ. Auch mit Cocktail hat das nicht viel zu tun. Ei, schüttelt's ein, wenn man es trinkt. Aber zur Bohratmosphäre passt's. Ja, so, wir hatten gesagt, wir haben Heiligenscheine. Alter, ist die Musik laut, ich muss mein Headset runterdrehen. Drehen wir runter. Das ist ja krank. Wir wollten uns das alte Bilderbuch gönnen. Ja. Weil wir irgend so ein DLC irgendwas Schlüssel eigentlich dafür bekommen haben. Wie auch immer wir den einsetzen. Das Schauen wird wohl dann erst im eigentlichen Spiel gehen. Fürs Outfit reicht es dann nicht mehr fürs Neue. Aber wir können uns vielleicht noch irgendwas Schönes holen. Was ist denn? Ich kann, man hätte vielleicht mal die Outfits besser benennen können als Kugel SZ2 und SZ1 oder so. Ich sag mal, bei dem anderen, ja, bei den anderen Bayonettas hast du ja die Outfits gesehen und ja, konntest da noch. Und hier ist es halt so ein bisschen so, ein Blindkauf. Ja, ein bisschen random. Hier gab es nichts Besonderes Neues. Items brauchen wir nicht. Haben wir genügend? Nein, da können wir eine Hexpause machen. Machen wir mal eine Pause. Ja, Pause, Junge. Und dann gehen wir zurück. Ja, und stoppen ins nächste Level. Aber hallo. Ach nee, guck, es geht automatisch. Ah. Da haben wir unser alter Bilderbuch. Ich sehe schon, es ist nur ein Deko-Accessoire fürs Ich denke mal, das könnte sowas wie Dingsbums sein. So Illustrationen, Art-Design, sowas Sinn, in der Richtung. Dann müssen alle drei es gab alle drei mit einem Update irgendwie. Mach auf, das Buch. Ja, wenn du das Buch aufschlägst, kannst du wirklich für einen längeren Zeitraum nicht hierher zurückkehren. Das klingt ja schon verdächtig, aber das kann natürlich, das kann natürlich sein. Bin ich mal gespannt. Klingt komisch, aber es kommt der Vorgeschichte komplett oder so. Ich spiele mal Teil 1 und 2 durch. Ich habe es als DLC. Alter, das war krank. Aber auch irgendwo cool. Eine verrückte Idee auf jeden Fall wär's. Tja, Leute, was ihr nicht gesehen habt, jetzt ziehen wir uns das alte Bilderbuch rein. Da habt ihr schon den Titel fürs Video. Ah, Alter, was ist denn das für Style? Aha. Was? Das ist also auch spielbar. Das gefällt mir an sich schon mal gut. Wahrscheinlich. An was erinnert mich? Dieser Style ist halt so übelst Indie-Game, oder? Ja, das auf jeden Fall. Wir als kleines Mädchen mit unserer Katzenpuppe. Na so, schön, los geht's. Handgezeichnet, illustriert. Ja. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt reingeraten sind. Seresa shivered at the thought of what lay ahead. Curiosity got the better of her. Was ist los hier? Was machen wir denn? Und wir sind auch neugierig, so viel kann man mal sagen. Stimme aus dem Off. Los geht's. So eine, keine Ahnung, so Visual Novel oder so. Wie heißen diese Spiele, wo du einfach nur läufst? Heißen die nicht Laufsimulator oder irgendwie wie. Laufsimulator? So, wo du wirklich nur läufst und eine Geschichte dabei erzählt wird. Ich komme jetzt halt auf den Namen. Ah, die heißen irgendwie sowas, ja. Walk Storyteller Simulator? Ja, irgendwie sowas. Walk Simulator, irgendwie sowas, ja. Vom Namen her. Also du läufst wirklich nur durch eine Welt, sagen wir mal, und es wird eine Geschichte erzählt. Aber auch alle möglichen Spielstile verbeugtet hier. Das ist alles dabei. Aber noch ein Strategielevel. Oha! Shesha. Unsere liebe Grinsekatze ist dabei, dann müssen wir uns nicht fürchten. Alter, übelst düstere das Mucke und alles. Ob das ein Zufall ist, dass sie als Puppe Cheshire ja schon hatte und die Viola es auch jetzt als Katzendämon hat? Oder? Ich mysteriös. Ich bin überfragt. Ich wollte eigentlich weiterzocken, ich wollte eigentlich ein Lorch-Libido ausprobieren. Andererseits muss ich dazu sagen, ich finde es gerade mal sehr. Also es ist interessant einfach, ja, ne? Man will gucken, was soll das jetzt denn geben, ja, so richtig. Ja, wir. Oh,
Oh ja, Wackels, komm raus! Aha! Items. Kann man immer gebrauchen. Da hat sich ein... Können die jetzt überall drin sein? Ah ja. Ach du Heilige. Kann man Haufen Zutaten sammeln. Geckos Maria. Gecko Maria. Ach, das muss ja... Das wird's open worldig. Was ist denn hier hinten noch? Und ein Schluck wieder aus unserem schönen Getränk. Zieh's durch. Mensch! Guter Stoff. Naja, wir haben uns gedacht, Leute, es ist schon spät am Abend. Wir gönnen uns dann doch mal was. Oh nein, das wollte ich nicht. Zur Aufnahme. Aber. Shit, jetzt bin ich runtergefallen. Wir haben das noch nie getrunken so. Das war eine Tankstelle. War schon mal arschteuer. Aber so schmeckt's nicht. Arschteuer, aber so schmeckt's nicht. Nee, scheiße, wie komme ich wieder hoch? Ich glaube, du kommst bestimmt wieder hochklettern. Ach, du kannst klettern, alles klar. Ich hab kurz Angst gehabt. Boah. Who was that? Must have been a rabbit or something. Right, Chishi? Bestimmt. Naja, möglich. Vielleicht ein dämonisches Rabbit, aber immerhin eins. Alter, warte mal mit ein. Die müssen wir fast mal gucken. Ich wollte gerade sagen, ob wir überhaupt noch Items aufnehmen können oder ob das hier. Warte mal, was war das? Dein fortschrittliches Gespräch, dass du das Buch dennoch schließen. Also man könnte rausgehen. Es gibt aber kein. Ach, guck mal her. Verzaubern oder sowas. Was? Run. Hm. Aber ansonsten kann ich scheinbar nichts weitermachen. Oh nein! Nein! Geht das wieder los? Trick. Wo ist denn der Hase? Demo Passu. Das sind doch hast du deine. Ich kann sie waschen, wachsen lassen. Deine Antwort. Hell neigen. Ja, mach ich doch. Ach, du hast, wenn du das machst, hast du einen Mond und Punkte, die ringsrum gehen. Siehst du das? Das ist ein Punkt. Und da musst du bestimmt am richtigen Augenblick neigen und das, oder das Teil. Ah, ja, ja, genau. Tatsächlich. Und du? Ich glaube, du musst alle drei neigen. Achso, hier oben ist es ja. Oder mehr. Ach nee, wenn ich es mehrfach mache, wächst es einfach der Kollege. Und dann irgendwann ist es soweit. Aha. Wenn ich es mehrfach mache, dann wächst der Kollege. Ja, so ist es einfach. Das ist. Da unten ist wieder los. Looking into the dark underbrush, Cerisa could not shake the feeling that someone was looking. Da, ja, wir. Ja, so vor. Wachs, ihr kleine Lohmiche! So, muss ich das hier loben? Das ist ganz so einfach. Und du? Du musst sie wieder wachsen lassen, oder? Aber ich hab doch sie wachsen lassen. Die anderen hast du doch auch mehrmals gemacht. Ach so. So wird ein Schuh draus. So gehen die Blümchen auf. Ist das so? Ich komme schon noch dahinter. Ja. Ich trau mich nicht. Come on, Cerisa. One foot in front of the other. Es ist auf alle Fälle, als wenn wir in so einem Märchenbuch gefangen wären irgendwie. Also. Ja. Da waren Eulen, ich hab's gesehen. Hm? Aha. Da sitzen auch welche da drüben. Ein kleines Hobbithaus. Hexen, was auch immer. Mhm. Ach ja. Hey, wo gesehen Nummer? Ach ja, geht's lang. Aha. Lass die Pflanze wachsen, da kommen wir schon später durch. Nachdem wir das Hackebeil bekommen haben. So, das Hackebeil. Hallo! Oh oh. Hä? Warum? Nein!
I'm an Umbra Witch. Yes, my dearest Cersei. I still can't save anyone. Alter, das sieht wie von Naruto hier, die Typen mit der Maske. Mit dieser Fuchsmaske. Von weit. Dieser Stil auf einmal, dieser unglaubliche Zeichenunterschied-Stil, das ist irgendwie. Das ist irgendwie eigenartig. Also cool, aber eigenartig. Kommen wir jetzt zurück ins Spiel. Dass das so ein bisschen aufgeteilt ist. Ja, keine Ahnung. Tatsächlich. Das ist natürlich die Frage. Nach jeder Mission kannst du es bestimmt anwählen. Und ein Stück weiterspielen. Stimmt, oder sowas. Irgendwie so wird es sein. Das glaube ich auch. So, bevor wir jetzt hier anklicken, machen wir mal einen ganz kurzen Kabelmoment. Ja. Oh, ich glaube, ich habe das Buch angeklickt. Ich glaube, es geht auch so. Nicht wundern, Leute. Ihr seht wieder kurz. Es ist halt die Frage, ob es jetzt weitergeht oder wir von vorne. Ne? Seht erstmal kurz. Aber hab kurz nichts gesehen. Also man könnte es anwählen, das Buch, ja, grundsätzlich. Dann ist halt nur die Frage, geht's weiter oder von vorne los? Das weiß ich nicht. Aber wir werden immer mal reingucken. Wir machen jetzt, denke ich, erstmal einen Level weiter. Würde ich sagen, zack! Die hohen Einsätze machen wir nämlich jetzt. So sieht's mal aus. Ich will nämlich ein Froschlibido nehmen. Was? Gleich sehen, wenn ich es schon habe. Ich habe Angst. Berechtigt. Also ihr bestimmt auch und ihr fragt euch jetzt ab, was erzählt er? Oh nein! Aha, außer es passiert das, okay. Ich korrigiere mich und komme später darauf zurück. Der Schein hat wieder ihren Auftritt. Weil mir das am wenigsten gefällt. Am Anfang war es die erste war mal cool. Weil man irgendwie das, also man war halt total verblüfft, was auf immer abgeht. Ja. Aber grundlegend gefallen mir die Parts aber nicht so besonders. Aber sie sind immerhin meistens nicht so lang. Bis jetzt war es ja immer relativ machbar. Wie finden? Immer dieses Vorspiel. Ah, Vorspiel. Leck mich mit. Oh, der eklige Tausendfüßler. Darauf noch ein Schluck. Samsa. Ja, du bist ein Raketenwerfer. Bam, Junge. Aber das ist ja wegbringen, oder? Ja. Aha! Könnten wir, machen wir aber nicht. Das ist so. Das ist von der Frechheit. Wir nehmen das einfach mit. Von wem redet er? Redet sie überhaupt? Wo suchen wir nicht ein End zu? Das ist die ZL gleich. Das ist eine gute Frage. Ich ehrlich gesagt, ich habe da die Übersicht verloren, warum wir mit ihr überhaupt diese Stealth-Sachen machen. Einen Grund scheint es zu haben, aber ich kann mich nicht erinnern, warum wir das eigentlich machen. Da gibt es keine Zeit, das ist gut. Na, noch geht nicht. Gleich los. Na, jetzt hast du denn Zeit. Knall mal, als sie da auf dem Endpunkt ist. Ach, jetzt musst du über das Waffen-Random-Ding machen. Blablabla. Achso, jetzt muss ich eins haben. Achso, ja, es hängt einer. Hallo. Was macht das? Das war Heilung oder halt. Es war doch dieses. Aber ja, es sind noch keine Gegner. Ja, das kriegst du schon noch. Ah ne, das Item war das. Was macht die Typen dort oben? Was ist mit dem los? Ich irgendwie. Ach ja. Oh. Was macht der vor allem dort oben? Greift da irgendwie. Macht er irgendwas Blockierendes oder was ist seine Mission? Sam, Junge! Hey, warum gehst du nicht? Zwei Schüsse hast du noch. Muss ich da stehen bleiben oder was?
Oh, jetzt kommt der Sumsa Bogen. Finde und besiege Affinity. Yeah. Jetzt glaube ich Heilung. Ja, der Lorbeer ist Heilung. Aua! Boah, was war das? Jo. Das nächste Item. Stirb, Kartoffel! Ah, Zeit kann man immer nicht schaden. Was ist das überhaupt? Ist Pumpen oder so ein Shit? Das ist, glaube ich, von diesen fetten, großen Brummeldinger. Die aussahen wie so ein... keine Ahnung, wie nennt man es denn gleich? Tentakelvieh. Die hatten doch immer solche Ausläufer-Bomben-Typis. Oh, noch hast du wieder einen Bogen. Oh. Ja, das ist besser. Es gibt noch mehr werden, ne? Da waren die Pommes. Yeah! Achso, der Burger ist auch was. Weg bloß nicht so. Sieht man eh gleich. I can use this. Aua, ich treffe den gar nicht! Glaube ich zumindest. Ja, doch, doch, du hast Schaden gemacht. Ja. Aua, mein Fuß pennt. Das ist nicht gut. Au! Oh. Raketen-Wixi! Knülle weg! Haut ab! Ah! Penner! Tod weg, du Lappen! Oh, du hast einen Lorbeerkranz gekriegt. Stirb, Kartoffel! Mein Fuß schläft! Das ist was für Scheiße! Das beste Gefühl! Ja, wozu brauche ich auch einen Fuß? Hä? Ich brauche die Hände! Aber es ist trotzdem ein unschönes Gefühl. Was da rein schon? Vorhin. Au! Wo bin ich? Ach, hier. Da. Komm raus, Boy. Ah, der Raketenboy. Raketenboy. Oh, da waren aber viele Ziele. Alter, das war aber Instant-Kill. Boah, den da hat er gefressen. Haha. Mr. Good Lover. Ganz normal im Vollstuhlschacht ganz unten. Ganz normal. Aber ein Item haben wir vergessen. Oh. Ohne dass der Aufzug ganz angehalten wird. Das ist schön. Kaufen wir. Haben wir mit diesmal echt viele Herausforderungen abgeschlossen. Ja. So, und jetzt sind wir in der Umbrella-Zentrale. Jetzt haben wir es. Wäre irgendwie witzig. So eine Anspielung. Wesker. Ich habe auf dich gewartet. Wesker ja. Ist der Dings. Aha! Der Dr. Sigurd. Das ist bestimmt der Wesker. Blonder Typ. Müssen wir den kennen? Keine Ahnung. Ah, das war aber mal ein gutes Level von der Schan. Das war schnell vorbei. Deswegen war es auch gut. Kein Game Over. So wird's gemacht. Aha. Ja, rein Platin. Weltklasse. So geht's. Dann können wir ja nochmal ins Bilderbuch lunzen jetzt. Ab ins Bilderbuch. Heute Special-Folgen-Tag. Besiege mindestens zwei Gegner mit nur einem Schrotflintenschuss. Hinterhalt besiegt den Gegner auf einen anderen. Ja, gut. Ist zumindest möglich. Wir schauen mal jetzt, wir probieren mal aus, was passiert, wenn wir das jetzt tun. Ob es weitergeht im Buch oder von vorn nochmal oder wie auch immer. Wobei von vorn eigentlich Quatsch mehr. Es wird wohl immer so kleine Episoden geben, damit du das zwischendrin einfach spielen kannst, damit es nicht das am Stück... ist eine gute Frage. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es eine Nachricht, es sind neue Seiten im Bilderbuch verfügbar oder ich eben... Ja. Ah ja, guck mal, tatsächlich. Es geht von vorn. Dann ist es wahrscheinlich echt so. Aha. Oder es kommt halt dann wieder nur irgendein Update. Ah, jetzt gibt es Bilderbuch 2.0.
Ja, kannst reingucken, Junge. Auch das ist möglich. Ich, keine Ahnung. Na gut, immerhin könnte man wieder rausgehen. Ist ja schon mal viel wert. Dann stürzen wir uns dann halt eben in die nächste Mission. Mhm. Der Froschlibido lässt grüßen. Na, gucken wir mal. Schutze der Nacht. Los geht's. Jetzt wird's dunkel. Na, liegt. Nein, Viola. Doch nichts mit dem Froschlibido. Aber dafür Cheshire, was viel cooler ist. Nichts ist cooler als der Froschlibido. Wo war die überhaupt? Vielleicht doch mal. Die hat aber irgendwo, wo es kalt ist. Hat die netten Lukas verfolgt? Theoretisch ja. Wahrscheinlich sind wir nach wie vor Luca auf der Spur. Lass das an. Ja, Luca. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein neues T-Shirt gekauft. Aha. Luca. Da will jetzt nur wieder aufs Maul hauen. Geh weg von dem. Frostgipfel. Da steht er reinkommen. So, für was auch immer die Dinger sind, wissen sie immer noch nicht, aber wir machen sie kaputt. Nee, das haben wir wirklich noch nicht rausgefunden. Geht da irgendwie schneller. Geht den da irgendwie schneller, wenn. Komm mal wieder raus. Natürlich nicht. Genau, ich Scheier. Leg los. Mir nicht irgendwie springen? You are the best cat. Eigentlich schon, ne? Ah ja. Ich dachte, da war doch was. Sprint mal los, ja. Sprint los, Juri. Was wir auch schon sehr lange nicht mehr gemacht haben im Übrigen. Das ist klar. Zubehör ist klar. Das ist klar. Haben wir den anderen, das Katzenoutfit? Aus Weiß. Das Weiße haben wir noch, ja. Aber du kannst mal kurz bei Lollis reingucken und Items, ob wir, also ob wir schon wieder im Maximum so, angekommen sind. Bauen. Yes, it is. Das war nämlich zu erwarten. So, jetzt gucken wir mal. Wir können Rot und Gelb grundsätzlich gebrauchen. Gelb haben wir nicht, am Rot. Dann machen wir mal die Dinger raus hier. Mario. Ach, Lolli, Junge! Ich habe mir nämlich fast gedacht, dass wir bestimmt schon wieder das Maximum haben und gar keine Items mehr aufsammeln. Das ist so krank, das. Jetzt knall doch mal die Items raus, Mensch. Mach ich doch schon! Mit der vorherigen Teile war das solche Mangelware und hier wird das so nachhergeschmissen. Ja, ich hab. Ja. Was gibt's noch? Grün? Ah, guck. Das bietet sich doch an. 10 grün und 5 rote. Ich weiß zwar nicht, wie viel lila. Und du könntest so ein Midas-Testament machen, um vielleicht, wenn du Heiligenscheine mal brauchst. Stimmt, das ist eine sehr geile Idee. Wenn du mal wieder einen Engelskampf hast, legen wir das Midas-Testament ein. Erinnere mich daran, wenn es soweit ist. Wenn ich dran denke. Bestimmt haben wir irgendwann das Lutscher-Maximum erreicht. Nö, ja, dann mach voll die so, Dinger. Mach voll die Dinger. Gibt's bestimmt noch Volk. Ausgelutscht oder sowas. Ausgelutscht. Fände ich aber geil, eigentlich als Erfolg. So, wir haben ja jetzt eigentlich schon alle, bis auf warum auch immer, diese Dinge, die uns noch nicht ganz klar sind, warum wir die nicht wissen. Das stimmt wohl. Kriegt man noch ein Hexenherz verpasst und eine Mondperle verpasst. Was war das hier? Heilfedern in der Luft. Schmetterling fliegen. In der Luft Schmetterling halten. Weil es ist halt wie die Madame Butterfly. Ja, ne? Das könnte man mal freischalten. Ja. Aber kannst du ja nicht. Ist da? Haha! Musst du bestimmt erst das Sieg. Wahrscheinlich kannst du die Hexenzeit erst kriegen, wenn du deine Dämonenfähigkeit wahrscheinlich kontrollieren kannst. Mit naheliegendem. Ist eine gute Frau, auf jeden Fall. Ha, ja, ja. Jetzt warte. Komm wieder, kannst du dich wieder auf deine Battle-Musik freuen? Das stimmt. Die ist aber auch wirklich gut. Hast gesehen, wie ich geschmetterlingt habe. Aber echt? Oder? Schmetterlingchen. Ah, du bist das Ärger, Freundchen. Mr. Säule. Die Armstatue immer. Aha!
Torrabe. Torrabe. Komm ran, du. Wenn man da fliegt die Runde, dann macht er dir hier oben rum und dann hier runter wieder. Aha! Komm ich hochgesprungen. Kopfpaket. Nix. Es gibt nichts Besseres als ein schönes Booster-Packe. Das ist echt so. Wo fliegt er hier, wenn man hier so lang? Oh, das. Aha! Pisser! Beim ersten Versuch, ey. Na, die Viola ist halt einfach fucking schnell. Und ist Russe, wie das Ding. Naja. Darf er das heute doch überhaupt noch sagen, dass er Russin ist? Ja, kann ich doch auch nichts für. Ja, in der heutigen Welt. Stimmt. In Wirtschaftslage. Da konnte ich ja auflaufen. Heute als Russe ist doch gar nicht mal so einfach. Raus mit dir! Aha! Nee. Ah. Ha! Aber eine Mucke. Nee. Wow! Ja, doch bleib ich selbst. Ah nee, doch. Ne? Hat er bloß einen anderen Anfang. Oh, ich hasse es, keine Hexenzeit zu haben. Ich glaube, man richtet einen feigen Punch raus. Wow! Wie kommt ihr da wie im Haar? Das hab ich mich auch gerade gefahren. Ui! Weggeboxt. Da zieht's durch! Kann ich am Arsch lecken, der Lappen! Sascha! Achso. Ich will mal Hexenzeit einsetzen, aber es geht ja nicht. Los, Katze, roll ne weg. Boah, da haben wir aber eine gegeben, ey. Los, Herr Scheuer. Ich denke, super, lass das aber los. Fast down, musst einen Lolli nehmen, mein Freund. Ja. Gut, dass wir einen Haufen gekauft haben. Siehst du, es kommt immer die Zeit, wo du die Lollis brauchst. Ja, die Hula brauchst du. Weil halt, und die Hexenzeit ist halt so existenziell. Weil du kommst halt von die, von den. Du kannst halt nicht ausweichen einfach, sonst in der Regel. Los, Scheuer. Das hier ist so ein Treffer, das hat aber die Katze erledigt. Rauchen in der Pfeife. Da macht's wirklich. Jawohl. Zack, hat er eine Hähne gegeben. Gut gemacht. Ich komme. Das betäubt. Pisser. Yeah. Weggeschnitzelt, die Sau. So ein schlechtes Ergebnis, ich weiß es. Stimmt, das geht noch. Schon schlechter gesehen. Aha, haben sie ihn ausgelassen. Echt? Ja. Ich habe gerade aufgepasst. Naja. Wie? Naja, wir hätten ja links, wir konnten ja links und rechts langlaufen. Also ist alles noch gut. Da gibt es irgendwo noch einen. Wahrscheinlich ist irgendwo noch was zu holen. Gab es ja mehrere Wege. Du musst einen Greifhaken benutzen. Ach ja, dann gibt es ja auch noch den Scheiß. Naja. Ich erinnere mich. Lass mal Truhe auf. Aha. Aha! Sehr gut. Wie war die da Greifhaken? So nett. Ja, so war. In Gefahr. Ach, das war die Scheiße. Kann sich jemand an Greifhaken erinnern? Ja, Türme immer kaputt machen mit dem Cheshire. Das ist so. Immer drauf achten. Immer draufhauen. Aha! Es könnten überall Kartenpakete und irgendwas sein. Da oben ging es raus, glaube ich. Jetzt brauchst du einen Greifhaken.
Ich weiß nicht, wie der Greifhaut geht. Mensch. Ach, scheiß, brauche ich nicht. Ich hab gesehen, wie es geht. Vorbeigejudelt. Aha. Da ist bestimmt Abis drin. Ist es mit dem Schlüssel? Das könnte sein. Oben drauf? Auf den Turm? Ich kann auf jeden Fall ein Dings nicht rufen. Das sieht aus wie ein Schlüsseltor. Da drüben ist noch was, ja. So, hier sind wir ja hochgefahren. Ne? Da drüben ist auf jeden Fall noch ein extra Kampf. Das ist Alfheim, das wird der Punkt sein. Zieh's durch! Geilo. Ha! Das habe ich fast gedacht. Oha. Ha, wie kam der Greifhaken? Ich weiß nicht, wie er geht. Fallen wir drumherum, wie soll ich das machen? Tja, da musst du einen Mega-Greifhaken-Schwung machen. Ich bin Greifhaken, kreuzweise. Alter, sieht weit aus, Mama. Scheiße. Achso, mit einer Plattform vielleicht. Einfach. So, ist wirklich. Naja, gut, so einfach ist es dann anscheinend doch, ne? Die hätte ich jetzt verpasst. So ein bisschen üben erstmal. Okay. Na gut. Also Kosta, komm mehr Runden vorn. Vielleicht schaffen wir eine. Ja, zumindest einen Anfang schaffst du aber. Pff. Okay, das war traurig. Nein, jetzt bin ich wieder unten. Wie beschissen. Warum? Jetzt reicht's mir. Wie geht der Greifhaken? Brauch ich nicht. Aha. Nur Schaden in Hexenzeit stand dort. Ja. Besiege alle Gegner, Lebenskraft, Zeit. Nur Schaden in Hexenzeit. Das heißt aber, dass du eigentlich das nicht spielen kannst. Also wieder wie das letzte Mal. Das kann doch gar nicht sein. Ist vielleicht bei der Dame der Hexenzeit irgendwie anders, dass du die irgendwie anders das an machen musst. Aber du kannst ja die Waffe auch nicht ändern. Was macht die Display-Effekt? Wer hat angefangen, aktiviert die perfekten Timing die Hexenzeit zu dem. Gut, aber da muss ich ja mich treffen lassen. Das kann ja nicht das System sein. Aber die war doch hier oben irgendwo, ne? Hexenzeit, da steht sie ja eindeutig da. Blockiere mit R Angriffe mit einem Katana kurz bevor. Mhm. R1 ist ja blockieren, das kann ich aber. Tja, das ist eine gute Frage, ne? Wie schält man den Spaß da oben frei? Das hat man schon ein paar Mal, das Problem. Vielleicht muss ich ja doch nochmal. Gehen wir kurz rein. Aber das wird wieder. Skala. Es muss ja dann irgendeinen Weg geben. Es macht ja keinen Sinn. Außer das Spiel ist halt wirklich darauf ausgelegt. Ich kann ja blockieren hier. Kann ich ja. Ja. Das funktioniert ja grundlegend. Und ich frage mich nach wie vor, wie der Etterhagen geht. Mensch! Oh. Probier's mal aus! Aha! Ich kann aber, wenn ich block, ich kriege ich keinen Treffer immerhin. Aber wie habe ich es jetzt gemacht? Noch blocken und nach vorne. Nee, ich habe einfach kurz vorher geblockt. Ja, irgendwie so, ja. Na gut, es geht dann doch. Mit übers Blocken geht's irgendwie. Aber es ist halt schwer, ne? Noch schwerer als so schon. Komm rein, du Kleiner, nicht. Vor allem machst du halt aber übelst lächerliche Angriffe, also musst. Schwieriger Spielstil anscheinend.
Rahmen ab, jetzt geh raus. So schnell kann man einfach sagen, ne, lege mich. Wow! Mensch, wie geht denn da Greifhaken, wo du verflixt? Das war doch bestimmt ein Geschultertasten irgendwas. Das kann doch nicht grund anders sein. Ich hab aber schon alles gedrückt. Scheiß Hexenzeit. Fick dich doch mal im Rotz. Können Sie mindestens die schöne Mucke, doch schöne Mucke lauschen? Schon schwer. Bei ihm ist es Sidestep immer. Oh. Ja, ich glaube aber, da ist es aber eher irgendwie. Habe ich das Gefühl zumindest. Weil so ist es irgendwie nur so kurz. Schwierig mit der. Ich muss erstmal im Kampf üben. Okay. Zersenst! Es ist halt im Verhältnis mit der Bayonetta so einfach in der Hexenzeit zu gehen. Das ist schon ein bisschen. Tja, die Tochter macht es sich schwer. Wenn es die Tochter ist. Ey, den Mist wird hier im Endeffekt rauskommen. Uff, ey, Junge. Na gut, aber schon wieder jetzt ausgelassen. Mensch, mittlerweile ist es echt bei dir Standard. Ich glaube, der Enderhaken war die Flügel, glaube ich. Pass mal auf. Also, das kann doch ja sein. Wo hatte ich hier einen Shit gesehen? Hier, ne? Wenn ich das jetzt. Wenn ich das abwählen würde. Aha! Okay. Da ist der fucking Enderhaken. Macht Sinn. So, wo war unser Lift? What's that light? It's strange. Nee, da war noch nicht hin. I feel like it's calling. Nicht so schnell. Ach, hier ist das. Das hier war's, ne? Das Dürmische. Wo? Ist das wieder kaputt? Wieder, ach, ist wieder zusammengestimmt, ne? Das kann sein. Wie wollen wir denn einen Angriff machen dessen? Ich glaube, du hast mit dem aufgepowerten Falkenpunch. Ja. Falkenpunch! Ja, übrigens, wenn du weißt, was Falkenpunch ist oder was wir damit meinen, das. Das soll sich Eis sorgen, so. Smash Brothers ist der Begriff und da gibt es einen Captain Falken und der macht einen Falkenpunch. No. Mensch! Das war trauriges Ding. Hast du ja die Teile. Aber das bringt ja nichts, weil du umhast, brauchst ja einen Schlüssel. Ah, gut, nee, du willst will die Truhe ja, machen. Ich will ja die in der Truhe machen. Und außerdem hatte ich vorhin noch irgendwas gesehen. Ich weiß bloß nicht mal genau wo. Ich habe was gesehen. Alter, da geht's weiter. Ich hatte, glaube ich. Da oben ist bestimmt da, wo ist der Himmel? Und oder war das wirklich. War das hier? Irgendwo hatte ich so ein. Genau, laufen sind wir ja hinter. Gesehen. Gibt's doch bestimmt irgendwas. Ende. Ach. War das? Ja, hat man doch das Kartenpaket her, oder? Hat man hier ein Kartenpaket eingesammelt? Der Rabe war hier. Ja, oder das ja. Dahinter. Wo hab ich die denn Scheißwatz gesehen? Lalalala. Naja, ist toll. Komm's ran, Junge. Das kann doch denn eine Goal sein. Ich hatte so ein ähnliches wie hier drüben, das aussah, hatte ich dachte ich noch irgendwo gesehen, wo ich es gedacht habe, ach, da ist ja eine Tür oder irgendwie sowas. Außer das war die. Hm. Aha, ja, dem Ding ist eine Truhe. Da ist auf jeden Fall was drin, ja. Den Schlüssel lassen wir da finden. Oh, das war da hinten, da wo es dann hingeht. Auch möglich. Alles ist möglich. Toyota. Toyota oder Toyota? Toyota. Springboy. Oh ja! Oh,
Da war kritisch, weil der macht es eine übelste Kurve. Oh, ne, ach nee, bei dem hat es eine übelste Kurve gemacht. Ja gut, das hat der letzte, da kann ich einfach nachhoppen. Hopp noch. Yeah, baby! Und dann so, jetzt musst du noch in der Luft treffen. Nicht. Hast du gesehen, wie ich hier einfach... Aha! Yeah! Ich hab den eisernen Thron bestiegen, du weißt schon. Ähnlich. Hier hoch geht's bestimmt nicht. Das sieht mir zu hoch aus. Was bedeutet? Eiserne Thron. Wo hab ich denn vorhin die Tür gesehen? Ja, wahrscheinlich war es wirklich die, oder es war hier unten das Fungelding. Aber ist der da eigentlich immer ein Schlüssel dran gewesen? Ja, aber das sieht noch... Guck mal, da unten ist doch die Schlüsselloch. Aber hier steht nicht, dass du einen Schlüssel brauchst. Stand es nicht immer dran? Oder du musst alle diese lilan Dinger zerstören, was hier. Die lilan Ficker hier? Ja, die hier, ja. Dass die Sperre sind für das Ding. Pisser! Mach das Ding auf. Ja, wir gehen erstmal ein bisschen vorwärts. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Schlüssel. Machen wir die trotzdem Video kaputt. Vorwärts immer. Rückwärts nimmer. Nummer. Genau. Mensch, straf doch mal die scheiß Säule. Das ist blöde. Liegt auf jeden Fall Kristallzeug rum, was mit Sicherheit der Luca verloren hat. Sammel den Scheiß nochmal. Das habe ich vielleicht gesehen. Das kann sein. So, das ist vollbracht. Funkeldi-dunkeldi. Es kann aber auch sein, jetzt ist hinten das Ding auf, weil du hast das letzte Teil umgelegt. Die Frage, ob wir wieder zurückkommen, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe Angst. Denkst wir können ja mal kurz gucken. Denken Sie wirklich, dass das die Teile sind? Ich weiß es nicht. Aber das hatte doch immer was damit zu tun. War das nicht so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, sie kommen nach dem Kampf ja wieder. Ach, ja, stimmt. Aber was war das dann? Entweder sind die wirklich nur irgendwie Wegweiser und haben keinerlei weiterführende mystische Bedeutung. Ah, das kann ja sein, ne? Ja, das war ja schon eine gute Frage, ne? Obwohl ja Wegweiser eigentlich ziemlich Quatsch wäre. Da vorne war noch einer. Einer ist nach vorne. Was, kannst du dich über Wegweiser lustig machen? Naja, aber... Du hast einen Wegweiser-Punkt, den du per Klick, wo es genau zeigt, wo du hin musst, und dann so, mal zeigen, ja, wir zeigen dir auf der Karte genau den Weg nochmal. Ja. Na, ganz sicher. Sicher. Ja, ne? Das stimmt mal hier heute normal, nicht, oder? Nee. Frisch mich. Dann geht's hier hoch zum Alfheim, guck. Siehst du? Mit dem Auto. Mensch. Ach nee, guck. Aha! Der Schlüssel. Ficker. Ja, schon. Ja. Schlüssel, komm ran. Nimm doch mal den Schlüssel! Bevor es wackelt. Was kann man hier drüben machen? So hör ich. Die gehen bestimmt wackelt die Plattform, oder? Ja, ja. Nein! Alter. Oh Gott. Ach, da geht's doch bis zur Tour. Da geht's zum Alpha-Alpha-Heim. Warum sollte ich mit dem Schlüssel zum Alpha-Heim hochgucken? Das weiß ich nicht. Warum sollte man sowas machen? Warum ist denn? Und warum geht es das nicht runter? Weil du fliegen musst. Das schaffe ich aber nicht. Ah! Aber ich habe einen Schlüssel dabei. Ja, cheating. Nee. Das ist mein Schlüssel. Cool, seid ihr dort und wieder da. Jetzt boch die Scheiße hier drauf. Boch die Scheiße auf. Mama, Mama, na, na. Ja, das wird gut. Sind wir wieder im Kingdom Hearts Universum? Schöne Schlüssel. Schlüsseier. Schönes Schlüsselschwert. Was ist das denn? Kann auch gut werden. Der anderen Seite von dem, hä? Ah ja. Und dann einfach jetzt rein die Sau! Eine Mondperle. Ein Hexenherz. Mit Sicherheit ist. Oder eine Mimikiste. Mini-Pizza. Mini-Pizza? Ja. Oh, Hexenherz. Yeah. Wenn man voll ist. Bam, Junge. Das muss man wirklich sagen, die haben sich viel in diesem Spiel ausgedacht, aber ich finde gerade so itemtechnisch, gerade wenn man das so open world lastig macht, hätte man irgendwie noch mehr machen können, oder? Also so, was weiß ich, wenn man halt einmal so eine versteckte Sache findet, bekommt man halt mal eine neue Waffe
oder ja, alle, ne, ja, irgendwie ja, sowas, was nicht einfach so einen Anreiz hat. Nicht so banale Dinge, die man ja enträtselt an der Stelle. Na gut, jetzt wollen wir jetzt nochmal drüber gehen. Alle Kids hat sich ja nicht nur zum Alfheim wirklich hoch. Alfheim. Ja, was ist da? Siehste. Bursch, wo bist du? Aha. Da kommt doch Fettmann. Jetzt bestimmt so ein Mondteil. Los, Cheshire. Oh, ja, da muss das wahrscheinlich. Hauen aufs Maul! Da hauen wir wirklich aufs Maul. Kann ich dir irgendwie helfen mit was schießen? Da rollt sich. Alter, den du verpasst, ey. Da tut sich Eikrusten. Ich kann nichts schießen. Ich muss den wirklich alleine kämpfen lassen. Zieh's durch! Au! Steht aufs Maul! Da kommt man nicht weit genug. Boah! Tritt auf 10 Buntglas. Ja. Ah! Siehst du? Come on. Ha! Ui! Das war cool. Aha, vor uns ging es nicht. Da roll dich ein. Wichser! Okay. Hast du gesehen, wie ich die Hexenzeit aktiviert habe? Ich war begeistert. Ich konnte kaum was leider zu sagen. Los, Cheshire, jetzt knall dir doch mal weg. Den Spattel. Wenn man so einen Scheiß machen würde. Hast du gesehen? Los, Cheshire, brauch eine Pfeife. Rakete in die Fresse, Junge! Blöde Ammonitas Vieh. Ammonitas. Das kann so sie nicht. Das macht nicht hier. Na, hol ihn dir! Los. Ist aber ein Knüppel, das Scheuer, ey. Lass meine Katzenkollegen Ruhe! Schnapp ihn dir! Oh, das hat mich aber. Sag mal, das hab ich aber kassiert gerade, du. So schraff. Ja, Strahl hatte ich ordentlich. Schaden. Okay. It's time to shine. Hau den drauf. Oh. Hat einen einfach überrollt. Oh. Ah, die Dorts sind, yes. Dort sind auf alle Fälle dein Freund. Immer. Soll ich von beiden schießen? Immer Freund von. Ha! Pisser! Kann ich den ganzen Tag machen. Das glaube ich. Es gibt ja meistens nichts Besseres als Fernkämpfer in irgendwelchen Spielen. Das ist immer cool. Stimmt, ich will nach wie vor meinen Insektenbogen. War zu geil einfach das Ding. So, na schön. Weiter geht's. Heiliges Licht. Führe uns. Wo auch immer hin. Was zu holen. Katze, ein Frosch vielleicht? Frosch. Da lässt halt Haufen Diamanten fallen, das Teil. Was haben wir, was ist? Oha. Das sieht aus wie ab in eine andere Zwielichtwelt-Ding. Geil! Der Kost läuft mal wieder. Ging's gack ab. Will aber eine Chaos-Kluft.
Fluchtding. Ist doch ganz nett, jo. Überhaupt nicht. Das kann man nur mit einer Sicht erfragen. Alter. Looks like this could go at any minute. Na dann. I'd better pick up the pace or else. Okay. Ich will aber da lang. Kugel. Die Kugel weist dir den Weg. Wow. Da fängt in der Mitte durch. Aber ich will hier runter. Nee, was ist denn da oben? Keine Zeit für Experimente. Los, Kugel! Ist doch klar. Wieder sei es gelungen. Genau, aber einfach nicht ruhig sein. Die müssen immer wieder aufmucken. Wir haben natürlich gefühlt, keine Ahnung, eine komplette Metropole an Gegnern ausgelöscht, aber das ist unendlich einfach, das Gesocks. Shashi, Haus aufs Maul! Ich unterstütze dich! Würde auch gut zum Xel passen aus Final Fantasy 8 mit dem. Können sich gegenseitig boxen die ganze Zeit. Übelste. Ratzkiss auf die Fresse, mein Freund. Übelste Beat'em Up. Freundschaft. Plus. Pisser! Oh, fick Maul! Vielleicht wird sein nächster Charakter bei Smash Brothers. Als Kostüm. Aber reinpassen würde so theoretisch mit dem Katana. Und könntest du genauso sagen bei der Bayonetta als optionales Kostüm. Kommt die Viola. No. Fände ich wahrscheinlich sogar cool. Cheshire, es kommt nochmal raus. Ach ja, das war der Knopf. Hol mal das Vieh hier, das wird sonst wieder doppelt im Reifer. Genau. Aufs Maul geben, bitte. Chef, ja. Ach nee, war es umgedreht. Wenn ich sie besiege, teilen sie sich nicht. War es so rum? Boah. Ha, ja. Pisser. Au. Nix. Hör auf. Da ist dein Special wieder. Also dein L und R Special, was auch immer das bei Viola ist. Ich glaube noch. Naja, es war umgedreht. Ich musste kaputt machen. Schnaufski Boy. Yeah, Baby. Ah, verbessern uns und wieder aufwärts. Ja, das kann man brauchen. Aber es gibt wenig Kämpfe hier, hab ich gerade, oder? Ach nee, das sieht am Anfang immer so aus, ne? Ich wollte gerade sagen, war das nicht immer so trist? Und das hat sich doch dann meistens erst so ein bisschen ergeben, sag ich mal, gefühlt, ne? Warum gehen wir denn? Na, da drüben hin, da ist was. Weil hier alles einbricht. Wir haben ja keine Zeit, irgendwo hier Sightseeing-Tour zu machen. Das ist scheiße. Das war, glaube ich, ein Hexenherz oder sowas. Es kommt der Dämon bestimmt. Könnte sein. Oder der Luca-Wolf. Nein. Oder irgendwas anderes. Ach, dieser doppelt sind. Glaube ich, in der Wüste, diese oben und unten wohnen. So ähnlich. Schwere Angriffskampfeinheit. Opakos. Das sind aber eine. Also ganz ehrlich, ich kann mich an. Also es gibt so viele Gegnervariationen und Typen. Ja, weil so krasse Normen, dass die nicht im Gedächtnis bleiben. Nee. Das muss man ganz klar sagen. Wir wollen den Special mal sehen, L und R, was er wohl das macht. Aber es ist auf jeden Fall Trollstil ein bisschen gefühlt. Ist doch wieder übelst ab, der Typ. Ja, macht übelst. Kann ich das blocken? Ja.
Was da, Katana? Du kannst alles blocken. Und jetzt LNR. Was aber das macht. Geht los. Ja. Aha. Wichser. Sehr cool. Ah ja. Das hat was von Super Saiyajin. Ja, ja. Super Sonic Fleek. Oder so ist. Alter, aber einfach mal vom Möbel, ey. So muss gemacht werden. Kriebel. Ah, Gold. Komm voran. So, wo ist jetzt das Hexenherz gewesen? Zu? Ich hab keine Ahnung, wo du es gesehen hast. Ich hab's halt nicht gesehen. Ich habe mich aber verguckt. Ich dachte, irgendwo hätte ich. Vielleicht habe ich das aber durch das Rote nicht richtig gesehen. Wenn doch, da oben. Da ist was, auf jeden Fall. Ein Bilderbuch. Du schaffst eine. Oh, Alter! Eine Karte. Weißt du, Karten muss man immer mitnehmen. Das stimmt. Kann man nicht liegen lassen. So geht's nicht. Das habe ich nicht gesehen, wirklich nicht. Also ist mir nicht aufgefallen. Lass. Wir haben noch zwei Tiere zu finden. Aber die sind ja hier in dieser Chaos-Welt nie gewesen. Zumindest vermuten wir, dass sie nicht hier sind. Jetzt wird's knapp, es bricht alles zusammen. Hier geht alles am Arsch, du musst dich beeilen. Ja, ich hab dich aufgepasst. Oh Gott. Warum bin ich hier lang? Ich verstehe es nicht. Oh, Anna. Okay, wahrscheinlich müssen wir lieber rechts lang. Frickter! Penner! Da führt dich in den sicheren Tod. Ich hab's auch das Gefühl. Alter, ist ja alles am Arsch schon drin. Oh, Alter. Voll mit dem Arsch drüber gerutscht. Juhu! Yeah, Baby. So schlecht scheint es doch nicht geschmeckt zu haben. Nee, das ist was anderes. Warum versteckst du dich? Oh ja, genau, den suchen wir. Ist das nicht der... Wie soll ich ihn sagen? Diamant-Typ, Lumen-Typ, ja? Nee, das ist der Luca. Der sieht aus wie der Luca. Luca, und hier ist der. Siehst du? Das ist Alron, der Elbenkönig. Gott. Sieht aus wie ein Schneeprinz. Ja, könnte man so annehmen. As though you also share a bond most deep with us. A bond of blood, perhaps? Brother and sister, or something more. Uh-huh. Wie wir geahnt haben, es ist die Tochter. Woman, oder deine Freunde. Das Gefühl habe ich irgendwie näher. The voice calls to me. Aber wer ist die Mutter dazu? Das ist ja die Frage. Mit wem hat der Luca geschnackselt? Ist die Bayonetta rausgerichtet? Das wird eine andere Sphären-Bayonetta sein. Die alte ist auf jeden Fall dran. Die mischen wir auf. Das passiert dann im vierten Teil. Ja, Ex-Freundin killen. Zusammen in Paris? Ah ja.
endlich wieder normale Sphären. Oder bin ich jetzt blöd? Nee. Bin ich dumm? Nee, muss sein, Paris, ja? Ja, klar. Paris. Ach, Paris. Klar. Aber ein Alternativ-Paris. Wart ja nicht zu viel. Was ist der Eiffelturm? Aha! Jetzt muss Sauers Ding einsetzen dann. Ja, ja, ja. Nee, aber dieser Bogen, dieses, wie hieß denn das Torbogen, gleich? Ja? Ich komme gerade nicht drauf. Chance de See, keine Ahnung, wie hieß denn das Gedöns? Ich bin so schlecht in Geografie, aber ich weiß, dass es. Louvre, Eiffelturm. Nee, Eiffelturm Madame ist Tussauds. Nee, da denn. Ich kenne das auf jeden Fall und wusste, dass es Paris ist, aber ich kann jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, wie das gleich ist. So. Hab ich das Ei gesetzt? Du hast Ei gesetzt, ja. Jetzt musst du aber am ordentlich Punkte sammeln, ja. Ach so. Ja, dort oben. Mensch! Mach die kalt, sonst läuft's ab. Ja, hat sich auf alle Fälle jetzt schon gelohnt. Also mit Abstand. Naja, sieht das, ne? Naja. Knall doch mal hin. Vor allen Dingen so, als hätte sie überhaupt nicht gemacht. So, block. Pisser! Du kennst ja, ich denke mal, 8.000, 9.000 kriegst du auf alle Fälle zusammen. Geilo. Den Tipp hätten wir uns schon früher merken sollen. Naja. Aber gut. Aha! Wir sind nicht ganz dumm. Aha! Fast 9.000. Das ist in Ordnung. Das nächste Kostüm lässt auf jeden Fall grüßen. Ist es nicht Champs-Élysées, die Straße oder das Ding? Wirklich? Ich bin so schlecht in solchen Sachen. Das kann doch nicht sein. Gibt's auf jeden Fall, aber ob da dieser Torbogen war? Ich weiß nicht. Champs-Élysées. Es ist unvorstellbar, dass aber ich. Ja, das explodiert ja. Dass ich sowas eigentlich nicht theoretisch nicht weiß. Und also, aber ja, man ist halt manchmal einfach. Mich würde eher interessieren, wo eine Katze ist oder ein Frosch. Stimmt, die müssten wir ja. Ja, da war sie! Da war sie! Eine Sau. Also eins von beiden, aber es muss ja eine Katze gewesen sein. Ja, ich glaube auch, da drüben sitzt er. Da muss man bestimmt wieder eins zusperren. Ja, bestimmt. Ne? Die rennt hier nein. Komme ich ja nicht hinterher. Ja, und drüben raus. Da müssen wir mal gucken. Kann man vielleicht Auto mal schieben? Ne, vielleicht konntest du aber auch da drüben, wo die Reihe ist, runter. Da haben wir ja gar nicht geguckt. Auf der Seite. Boah, ja, schnell unterwegs, ey, das Vieh. Leck mich auch im Morsch. Nee, das kann ich gar nicht. Was? Ich kann die Rolltreppe aktivieren, dann kannst du nicht laufen. Okay, was hätten wir da machen müssen? So kommen wir ja auf keinen Fall ran. Also müssen ja auf jeden Fall einen Zugang irgendwie sperren oder irgendwas. Ansonsten gibt es ja gar nicht. Wie könnte man denn das hinbekommen? Ja, hat er was damit zu tun? Wahrscheinlich auch nicht. Du hin. Du Heiliger. Heilige Plattform. Hä? Ach, da oben ist der Kollege. Ah! Da war's! Da oben ging's auch, glaube ich, nein, aber was sollen wir dann gucken? Das auch hier. Wo ging's rein? Da im Haus ist doch wie so ein Dach. Das sah so aus, als wenn du da. Was hier ist er? Aber ist das ne? Nee, okay. Ah! Gibt's bestimmt da ein Hexenberg. Ja. Einkaufsstraße zerstört. Hexenberg. Na komm jetzt hier. Wir haben doch keine Zeit. Nicht mal. Aber keine Zeit. Ich weiß jetzt schon, was es wird. Eine Suchaktion, ja? Sicherheit. Du Verrückter! Das kann eigentlich nur so sein. Da ist das so klar. Der Kameraturbo, der irgendwie nicht geht. Jedes Mal. Na schön. Vielleicht könntest du ja hier der Kristalldinger nehmen, anstatt einen Haken. Nichts geht über den Enterhaken. Da ist eigentlich. Ja gut, wenn du damit klarkommst, ich fand ihn immer relativ. Krass, ja. Hello.
Das ist der letzte. In der Mitte. Oben. Enderhaken! Ja! Yeah! Ich hab, du vertraust immer den Enderhaken nicht! Hast du Weltklasse? Na ja, gut, okay. So, wie kommt man dir jetzt mit der Katze zurecht? Den gönne ich dir, den Punkt. Vielleicht da in der Mitte irgendwas? Die left, ja. Oder du, die rennt ja runter, dass du sie. Dass du nicht von vorne ran musst, sondern von hinten, wo sie runterlaufen würde. Und dann läuft sie auf der Straße sozusagen. Also nicht so wie, ja, wenn du jetzt so lang läufst, wenn du so drauf zurennst, rennst sie rein. Ja. Und wenn du aber von hinten auch gerannt kommst, könnte es ja sein, dass sie rausläuft, oder? Die sitzt ja hier, genau. Die sitzt ja hier eigentlich dort oben, ne? Das heißt, wir könnten sie doch hier eigentlich. Ne, dann läuft die auch hier rein. Oder ich muss so schnell hier rüberkommen, ja, dass ich sie erwische, wenn sie rausguckt. Ja, ja, das kann sein, ja. Kommt die raus? Dann hier. Und da. Ja, so ist es. Ja, das kann klappen. Dass es mich nicht sieht. Ja. Aha. Kitty, das war's für dich. Ich sag, hast mich für dumm verkaufen. Du wirst ins Katzenklo gespart, mein Freund. Ich bin aber der zweite, der Frosch ist noch offen. Der ist auch noch irgendwo. Vorne habe ich ein Kartenpaket und die Busse gesehen. In so einer Wir gehen jetzt erstmal Outfits shoppen. Zum Roden? Jetzt wird erstmal ein geiles Outfit organisiert. Boah, das Arc de Triumph ist es. So hieß es, Mensch. Immerhin haben wir es gleich gelernt. Oder gleich als Miniatur holen. Weil als hätte das Spiel gewusst, dass ich so, dass man so dumm ist, das erkennt und aber trotzdem nicht weiß, wie es ist. Oh, das ist manchmal schlimm, Leute. Arc de Triomphe. Wo war dieses Kostüm überhaupt? Ach ja. Berichtigt mich, vielleicht ist es ja auch sogar auf der Champs-Élysées oder ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Schau mal neues Outfit! Paragraph 3, also hier, weißt schon. Ich muss überlegen, das war das Ägypten-Outfit, ne? Ja. Los. Mal auf die Figuren kaufen. Alles. Gibt's bestimmt auch irgendwas, wenn wir alle haben. Das definitiv, denke ich auch. So, haben wir erstmal alle die Skipt gekauft. Ich hätte jetzt noch eine schöne Farbe. Was passt hier zu Ägypten? Smaragd. Was gefällt dir denn persönlich? Du bist ja immer lila, Freund. Okay. Schwarz und weiß passt vielleicht nicht so richtig. Gelb, lila, jawohl, weiß. Okay. Kann ich mal probieren? Ja, ist weiß, das geht. Zu so, ein Scheiß, jetzt machen wir weiß. Ja. So in der Es war nicht der Beste, aber ich konnte nicht liegen lassen. Aber es war immer. Aha! Peter! Jawohl. Hinter dem Bus auf der anderen Seite drüben war auf alle Fälle Kartenpaket. Kartenbooster, da ist so eine Vertiefung irgendwie gewesen. Ein Booster-Bäckchen. Irgendwie sowas. Oh, geil, shiny Pikachu. Oder, hä, nee, ein Buch. Keine Ahnung. So, Frosch. Wo hast du die Locken? Na ja, gut, jetzt wird er noch nicht gleich sein. Aber ist ja gerade eben, was. Da ist er auf dem Eiffelturm ganz oben. Ja. Arc de Triomphe, Alter, also manchmal wirklich wahr. Und da kommt jetzt der Kollege Wolf. Was ist denn sein Scheißproblem jedes Mal? Ich versteh's halt auch nicht. Geht mal so auf den Zinderer, Junge. Ist halt ein richtiger Arsch geworden. Ich hab keine Lust, wieder gegen den zu kämpfen, das war echt beschissen. Da hat halt nicht mehr alle Latten am Zaun nach Spaß. Der Spinner, der Spaß. Nein! Du hast auch, doch auf den Lollis, Mensch! Ja, aber der war beschissen. Aber ich diesmal die Macht des Blockens entdeckt habe. Haust du mal einen gelben und einen roten Lutscher raus. Erstmal kriegst du vor schöne Dartpfeile in die Fresse. Brenner! Diesmal habe ich die Macht des Blockens entdeckt. So ein bisschen. Ja, kann man ja so sagen. Hey, was machst du? Das springt durch verschiedene Portale, da dreht völlig am Rad.
Das hast du das letzte Mal nicht gemacht. Schiebung, Cheshire. Nein. Oh, da kann er schießen. Ja, steht doch mit dem Bus werfen. Da dreht wieder völlig durch, der Junge. Das ist so auf die Schnauze, du Lappen. Wenn der Luca jemals zu stark gewesen wäre, der Spoten. Da hat mir aber der liebe Luca besser gefallen. Die erste Leiste hast du. Dann wirft gleich wieder mit Autos. Ja, ich habe noch meinen. Bring it on! Ich bin doch völlig durch, da Junge. Penner! Flying Body Press. Zu der Weste geguckt, der Junge. Dreht echt völlig durch. Da wäre selbst Randy Orton am Verzweifeln gegen den Kollege, ja. Gibt's kein RKO aus From Nowhere? Da wird einfach eine kriegen und dann wär's das von den Jungen. Cheshire Tatze! Was machst du jetzt? Schöne Aufnahme. Das war nicht geplant. Du kleiner Lappen. Du haust jetzt nicht ab, nachdem ich einen roten Lolli eingesetzt habe. Hammer. Da schaff dich bloß hoch. Es gibt doch schon mal auf dem, wie er immer es hieß, auf dem Ork der Triumph. Ach ja. Schon mal auf dem Ork der Triumph aufs Maul gekriegt. Manchmal ist echt komisch, aber also ich. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, da wäre ich mir fast sicher, der gute Heißen oder auch der Don Reef hätte das sofort gewusst. Also ich wusste ja, dass es Paris ist, aber die sind da doch dann vielleicht noch ein bisschen belesen noch in solchen Sachen. Wir müssen also an unserer Allgemeinbildung arbeiten. Gut, dass es Bayonetta gibt, das uns bildet. Ja. Bildungsgaming. Weg. Check mal meine... Sag mal, ein Stückchen Allgemeinbildung habe ich ja damals schon mit Eternal Sonata bekommen, wo wir Frederic François Chopin näher gebracht wurde als zumindest Komponist. Eine musikalische Weiterbildung wahrscheinlich, ja, oder? Ja, aber auch das ist ja eine Weiterbildung, wenn man so will. Mal abgesehen von den klassischen Brahms, Beethoven und Bach in der Schule, gibt es ja dann doch auch den ein oder anderen interessanteren wahrscheinlich sogar für viele, weil es einfach mal andere Musik ist. Aber diesmal verwandeln wir uns gar nicht. Gut, dass ich die Macht des Blockens entdeckt habe. Tja, noch gefühlt 30 Stunden Spielzeit. Habe ich es raus, wie es geht. Haben wir es dann mal verstanden. Alter. Was so, ist jetzt gleich passiert? Das passiert das. Kriegst das auf die Schnauze, du Lappen! Was? Ja. Irgendwie zieh ich nicht mal ab, oder? Was da ist tot. Nee, ist er nicht. Da kriegst du es auf die Fresse! Ich hab den. Das ist... So, jetzt ist er tot. Giga. Jetzt geht's aber los! Penner! Alter, der Headbutt! Also, ich muss den liebsten Ultra-Wolf eine Kopfnuss verpassen. Warum hat ich hier wieder was ausgelassen? Ich weiß es nicht. Alter, wir haben uns einen blutigen Sturm geschlagen. Tatsächlich. Oh oh. Als ob das so hoch gewesen ist.
could be from different worlds, but I know you feel it. It's me. I'm your... Uh-oh. Wo haben wir den Kampf ausgelassen? Wieso? Oh, der Bronze, Cheshire. Das ist jetzt schon ein bisschen asozial. Naja. Nee. Ja, was sehe? Na, das war doch. Das muss ja dann auf der Louvre-Straße gewesen sein. Irgendwas muss dort wahrscheinlich passiert sein. Er kennt so, den was hat man die machen müssen? Eise durch ging und ab, ohne in die Tiefe zu stürzen. War ja fast. Besiege drei kleine Golems. Weißt du, wo haben wir die paar Golems gesehen? Weiche einen Treffer von Strider innerhalb seines Kraftfelds aus. Strider? Ich weiß nicht, wer das Strider war, ob das dieser am Anfang dieses. Und wir haben den Frosch nicht gefunden im Übrigen. Was? Den Frosch hat man am Ende jetzt auch nicht gesehen. Ja. Aber die Katze war doch ganz am Ende. Wie soll der noch ein Frosch gewesen sein? Muss ja der Adort gewesen sein. Oder die, es ist halt doch nicht die Reihenfolge, wie du so findest. Das ist jetzt verbeschiss. Das Spiel macht mich fertig. Ich lage das Spiel an. So, wo sind wir denn überhaupt? Wir haben eine gute andere Stunde, 16 Minuten. Wir könnten noch eine Aufnahme beginnen. Also einfach die beenden und noch eine beginnen. Also ich weiß nicht, wie die Zeit ist. So werden wir es auch tun. Ich wundere, dass das hier noch nicht losgeht. Na gut, es kann schon so sein, dass das irgendwie nach und nach. Man weiß es nicht. Freigeknüppelt wird. Auf jeden Fall sieht das nächste Mal Kapitel 11 Familientänzchen an. Das sagt ja schon alles aus. Das Familientänzchen. Es könnte langsam zu einem. Also ich muss sagen, die ganzen Tiere und diese Hexenwerke, die da so fehlen, die machen mich schon ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab mal eine Zeit, da waren wir gut im Rennen. Da hatten wir irgendwie jedes Mal alle drei Tiere und dann... Ja, dann verließen sie ihn. Naja, haben wir schon oft. Aber ja, hier Gorkeins zum Beispiel. Ja. Was war das? Stadt in Flammen. Da waren wir richtig kacke. Naja. Guck, da ist er. Aha! Den wir gekauft haben. Ork der Triumph. Yeah! Warte, ich mach da hier noch eine hin. Yeah! Und noch mitten rein, pass auf. Feuer rein, das Ding. Yeah! Tja, Leute. Tja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns wissen. Like, Kommentar, Abo, wenn ihr dabei bleiben wollt. Denn wie ihr seht, es geht weiter auf jeden Fall. Das Familientänzchen steht das nächste Mal an. Und ja, mal gucken, wann wir in dem Bilderbuch weiterkommen. Und mal sehen, wie lange es überhaupt noch geht. Ob wir um den ganzen Berg drumherum machen. Ja, obwohl, doch hier, das ist bestimmt auch. Die Insel noch bestimmt noch, ja. Ich denke auch. Ist auch schon. Zieht sich schon der Weg auch ein bisschen. Schon fatzen weit weg. Schon ein bisschen dabei. Ja. Aber absehbar, Leute, es geht weiter. Bis zum nächsten Mal noch an EuroPro. Macht's gut und ja, du hast das Schlusswort. Ja, ich kann dazu nicht viel sagen. Wir sind in Paris gewesen. Was will man mehr? Hast du aber den Eiffelturm nicht gesehen? Doch, hier. Tschüss. Ja, ich bin auch gespannt, was es dann nun jetzt endlich auf sich hat, ob sie der Tochter ist oder das Teekind oder aus dem Heim geholt oder sonst irgendwas. Jetzt will ich es aber auch verdammt nochmal wissen. Ach, bleibt ihr auch dabei. Bis dahin. Ciao. Oh.